Jetzt haben wir jemanden hier, der auch noch etwas zu den Tötungs... Ja, falsche Übersetzung. Die was zu den Tötungsbefehlen im Koran sagen. Ich halte. Also, mein Name ist Michael, ich bin Christ. Und ich bin auch für den Dialog. Ich habe Koran und Bibel gelesen, genau wie die Dame vorhin auch. Ich bin vor 5 Jahren zum Glauben gekommen. Und für mich war klar, dass nur Jesus der richtige Weg ist. Und jetzt muss man aber auch... Halleluja, gepriesen sei der Herr. Aber jetzt muss man auch mal nochmal wirklich auch ehrlich sein. Und wir hören immer den Vorwurf und das Argument, dass das aus dem Zusammenhang gerissen ist und dass der Kontext wichtig ist. Und dann gucken wir uns, dann müssen wir uns mal angucken, was steht denn da genau? Zum Beispiel in Sure 2, Vers 191. Genau wie es hier auf dem Plakat steht, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Und dann kommt ja sofort der Einwand, ja, aber das ist ja in einer Verteidigungssituation gewesen und ihr müsst weiterlesen, da steht ja, dass es eine ganz andere Situation ist. Wenn wir uns den Vers weiter durchlesen, dann steht da, es steht dort, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, denn Verführung zum Unglauben ist schlimmer als der Tod. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Verführung, wenn ihr einen anderen Glauben habt, ist das schlimmer, wenn ihr weiterhin im Glauben lebt, als zu sterben. Das ist im Prinzip die Legitimation für jeden hinzugehen und zu sagen, entweder wirst du Moslem oder für dich ist der Tod besser. Ich kenne viele, die Polizeischutz brauchen, Ex-Moslems, die haben Angst, dass sie umgebracht werden. Das sagt eigentlich schon alles. Weil Ex-Moslems als Abtrünnige gelten. Ja, also ja. Wer die Religion verlässt, den tötet. Ein Ausspruch von Mohammed, festgehalten in den Hadithen, hat Gesetzesrang. Aus dem Islam darfst du nicht austreten, sonst sollst du getötet werden. So, aber jetzt muss man mal weitergehen. Jetzt wird ja gesagt, ja, aber ihr müsst noch weiterlesen. Und wir lesen weiter und es steht dort tatsächlich dann ein etwas zurückhaltender Vers. Dann steht nämlich, wenn sie jedoch ablassen, dann ist Allah barmherzig. Aber was heißt das ablassen? Ablassen vom Unglauben. Ablassen, sich dagegen zu wehren, zu islamisiert zu werden. Dann ist Allah barmherzig, dann dürfen sie leben. Ja? Und jetzt geht es noch weiter in dem Vers. Wir lesen noch weiter. Vers 193, da steht nämlich, aber bekämpft die Ungläubigen so lange, bis die Verführung aufgehört hat und alle Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Das muss man sich mal geben. Also Moslems sollen die Ungläubigen so lange bekämpfen, bis es keine Verführung, bis es keine andere Religion mehr gibt. Das ist das, was da steht. Ich sage aber nicht, dass alle Moslems das machen. Ich habe auch nichts. Ich möchte den Dialog mit jedem Moslem. Ich liebe jeden Moslem und ich möchte, dass jeder, genauso wie es in der Bibel steht, Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Aber im Koran steht, Allah leitet die Frevler nicht recht. Ja, da steht zum Beispiel, nehmt euch keine Christen und Juden zu Freunden, denn sie sind einander Freunde. Und Allah leitet die Frevler nicht recht. Allah leitet die Ungläubigen nicht recht. Also Allah leitet sie in die Irre. Er möchte sozusagen gar nicht, dass sie gerettet werden. Sie sollen, wenn sie nicht den Islam annehmen, ja, sollen sie getötet werden. Für sie ist der Tod besser als der Unglaube. Aber Gott sagt in der Bibel, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, alle sollen gerettet werden. Und Jesus sagte explizit, ich bin gekommen, um die Sünder zu retten. Die Frevler, die im Koran sozusagen verdammt werden zum Tod, für die ist Jesus exakt gekommen. Ja? Und noch etwas, im Koran steht, Allah möchte die Hölle mit Dschinn und mit Menschen allesamt füllen. Ja? Das heißt, es gibt überhaupt kein Bestreben im Islam, alle Menschen zu retten, sondern sie sollen entweder den Islam annehmen, weil das ist die einzige Religion. Und das wird auch belegt in der Sunna, und das kann man nachlesen, bei Sahih al-Bukhari, die Aussprüche Mohammeds, denn es passt ganz genau, was Mohammed gesagt hat. Er sagte nämlich, ich bin angewiesen worden, die Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie bekunden, dass Allah der einzige Gott ist und Mohammed sein Prophet. Und wenn sie das tun, sind ihre Habe und ihr Leben vor mir sicher. Ansonsten nicht.
Ja, das ist ein Originalausspruch und den findet ihr in der Sunna. Und es geht noch weiter. Es gibt Gelehrte, das findet ihr in den Tafsiren. Denn der Koran und die Sunna wird nicht ohne weiteres anerkannt als Interpretation von jedermann, sondern es gibt Gelehrte, anerkannte Gelehrte. Und die interpretieren zum Beispiel den Schwertvers, Sure 9, Vers 5. Das ist ein weiterer Vers, in dem aufgerufen wird, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Und dann steht noch dazu, lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Auch das ist kein defensiver Vers. Ja? Und das haben die Gelehrten schon vor Jahrhunderten eindeutig gesagt. Ja? Das könnt ihr nachlesen bei Suyuti, bei Ibn Kathir. Das sind die größten Gelehrten im Islam. Das könnt ihr in den Tafsiren nachlesen. Da steht genau, der Schwertvers 9,5 abrogiert jeden Frieden, jeden Vertrag, jede Toleranz, sondern er sagt, dass ihr hingehen sollt und zwar nicht warten, bis sie zu euch kommen, sondern hingehen in ihre Region und dort den Islam hinbringen. Es steht nicht, und bitte, seid ehrlich zu euch selbst, es steht dort nicht, dass ihr warten sollt, es steht dort eben nicht, dass ihr friedlich sein sollt zu den Ungläubigen. Es steht dort nicht, dass ihr warten sollt und ihnen mit Frieden den Islam bringen sollt, ihnen die Hand streicheln sollt und wenn sie den Islam nicht wollen, dann lasst sie gehen. Das steht da eben nicht, es steht das genau das Gegenteil. Ja, und aber das müssen wir erstmal erkennen. Ich verstehe, dass ihr das nicht hören wollt. Ja? Aber lest eure eigenen Schriften, lest eure Gelehrten, dort steht es genau so. Hast du gehört, was sie gerufen hat? Fuck off! Fuck off hat sie gerufen. Ja, aber das ist kein Argument, meine Liebe. Schon reagieren sie aggressiv. Und hier ist Koran Vers Sure 9, Vers 5, den du angesprochen hast. Der klassische Schwertvers. Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packt sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Ja, was ist für eine Frage? Ich halte. Hör auf einfach Scheiße zu klären. Du weißt einfach nichts. Ne, du weißt gar nichts. Wenn du nichts weißt, dann rede auch nicht. Du weißt einfach nichts. Hört auf einfach Lügen zu klären. Hör einfach zu lügen. Lüge einfach nicht. Ist das Lüge? Ist das Lüge? Alles, was ihr erzählt. Dann ist der Koran Lüge, deiner Meinung nach? Du hast das gefaked. Das ist alles Lüge, was du zu erzählen. Ne? Das ist dein heiliger Koran. Pass auf, was du sagst. Du sagst gerade, der Koran ist Lüge. Lass mich jetzt reden. Du erzählst einfach Lüge. Einfach die Fresse halten und fertig. Einfach leise. Hört einfach Lüge zu erzählen oder so. Verarscht die Menschen nicht. Nein, verarscht die Menschen einfach nicht. Ja, lügt einfach nicht. Fertig aus. So, also, er sagt, halt die Fresse und hau ab. Ja? Freunde, ich sage euch eines. Ja, da kommt gleich Klatschen von einigen Moslems. Freunde, ich sage euch eines. Wenn wir diese Gefahr, diese tödliche Gefahr politischer Islam jetzt nicht neutralisieren, werden in einigen Jahrzehnten, werden dann hier tausende Moslems stehen. Die werden dann nicht mehr sich begnügen und sagen, alles Lüge, haut ab. Die werden hier alles zusammenschlagen und dann wird es hier Tote geben. Ich sage es euch, das wird passieren, wenn hier einmal Mehrheiten sind von Anhängern des politischen Islams. Solange sie in der Minderheit sind, begnügen sie sich noch mit solchen Anschuldigungen und mit Bedrohungen. Ja, und wir haben schon so viele Sachen gehört, wenn die Polizei nicht da wäre, wären die schon alle tot. Mir wurde das Kopf abschneiden vor laufender Kamera angedroht. Ihr wollt sagen, ihr Hunde, ihr Bastarde, ihr Minderwertigen. Wir haben alles schon gehört. Bitte was? Tja, wie ihr gesehen habt, ging es dort hoch her. Man braucht nur aus den islamischen Schriften zu zitieren, also Koran, Sunna und Tafsire, und sie gehen hoch wie HB-Männchen. Es tut mir auch leid, das zu sehen. Ich sehe sie ungern in dieser hilflosen Situation, denn sie haben keine sachlichen Argumente, um die Gewaltaufrufe in den islamischen Schriften zu widerlegen. Alle existierenden Schriften und alle relevanten Rechtsgutachten und Rechtsauslegungen von führenden Islamgelehrten bestätigen eindeutig die offensive und kämpferische Grundausrichtung des Islams, die besagt, dass der Islam sich mit Gewalt über die ganze Welt ausbreiten soll und alle Menschen unter dem brutalen Regime der Scharia gezwungen werden sollen, während diejenigen, die sich weigern, getötet werden sollen.
Da gibt es keine Ausreden und keine Beschönigungen. Der Islam befiehlt das Töten jedes Menschen, der sich weigert, sich der islamischen Herrschaft zu unterwerfen. In dem Zusammenhang ist es sehr interessant zu erwähnen, dass Jesus bereits vor 2000 Jahren die Gewaltherrschaft des Islams vorhergesagt hat. Denn er sagte, es wird die Zeit kommen, da werden diejenigen, die euch töten, auch noch glauben, Gott einen Gefallen damit zu tun. Und damit hat er eindeutig den Islam gemeint, denn keine andere Religion oder Ideologie befiehlt das Töten Andersgläubiger im Namen Gottes. Natürlich hat es auch Ideologien gegeben, die das Töten von Menschen legitimieren, die sich nicht dieser Ideologie unterwerfen wollten, wie zum Beispiel den Nationalsozialismus oder Kommunismus, aber keine dieser Ideologien hat dies im Namen Gottes getan oder gemeint, dass Gott damit einen Gefallen getan würde. Im Gegenteil waren diese Ideologien vollkommen gottlos und atheistisch. Aber der Islam bezieht sich auf Befehle, auf Tötungsbefehle, die er Gott zuschreibt, also die er so darstellt, als ob sie von Gott herabgesandt wurden. Der Islam behauptet, es sei der Wille Allahs, dass Andersgläubige, die sich nicht dem Islam unterwerfen, getötet werden. Denn er sagt zum Beispiel in Sure 3, Vers 141, Allah will die Gläubigen prüfen und die Ungläubigen vertilgen. In Sure 8, Vers 17 heißt es entsprechend, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Der Islam behauptet also, es sei Allahs Wille, dass Andersgläubige getötet werden und dass Moslems auch kein schlechtes Gewissen beim Töten haben brauchen. Denn Allah will es so und benutzt die Gläubigen nur als Werkzeug zum Töten. Sie haben selbst also gar nicht getötet, es macht Allah für sie. Allah tötet also durch ihre Hände und ruft alle Anhänger dazu auf, diese Tötungsbefehle auszuführen, und zwar überall auf der Welt. Deshalb heißt es sie, tötet sie, wo immer ihr sie findet, an zahlreichen Stellen in den islamischen Schriften, zum Beispiel Sure 2, Vers 191 und Sure 9, Vers 5, dem sogenannten Schwertvers, in dem es heißt, sind die heiligen Monate aber verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und packt sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Und dazu in den Tafsiren, das ist die Überlieferung der Auslegungen von Koranversen durch die führenden islamischen Gelehrten, die über die Jahrhunderte Koranauslegungen gemacht haben, wird die offensive und aggressive Ausrichtung eindeutig bestätigt. So heißt es zum Beispiel bei Ibn Kathir zu Sure 9, Vers 5, hier auf Englisch, and besiege them and lie in wait for them in each and every ambush means, do not wait until you find them, rather seek and besiege them in their areas and force, gather intelligence about them in the various roads and fairways, so that what is made wide looks even smaller to them. This way they will have no choice but to die or embrace Islam. Auf Deutsch, und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf, aus Sure 9, Vers 5, bedeutet, wartet nicht, bis ihr sie findet, sondern sucht und belagert sie in ihren Gebieten, sammelt Informationen über sie, auf verschiedene Weise, sodass sie keinen Ausweg mehr finden können. Auf diese Weise werden sie keine andere Wahl mehr haben, als entweder zu sterben oder den Islam anzunehmen. Es geht noch weiter. Abu Bakr, der direkte Nachfolger Mohammeds als oberster Führer aller Moslems, auch Kalif genannt, sagte, This ayat allowed fighting people unless and until they embrace Islam and implement its rulings and obligations. Auf Deutsch, dieser Vers erlaubt es, Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie den Islam annehmen und seine Gesetze und Pflichten befolgen. Darüber hinaus wird in den Tafsiren eindeutig jede mögliche Friedensvereinbarung mit Nicht-Moslems als ungültig erklärt. Da heißt es, This honorable ayah, 9.5, was called the Ayah of the Sword, about which Ad-Dahuk bin Muzahim said,
It abrogated every agreement of peace between the prophet and any idolater, every treaty and every term. Auf Deutsch, dieser ehrbare Vers, 9,5, wurde der Schwertvers genannt, über den Ad-Dahak sagte, er abrogiert, also macht ungültig, jegliche Friedensvereinbarung zwischen den Propheten und irgendeinem Götzendiener, jeden Vertrag und jede Frist. Und weiter, no idolater had any more treaty or promise of safety ever since Surah Bara was revealed. Auf Deutsch, kein Götzendiener hatte noch irgendeinen Vertrag oder ein Versprechen der Sicherheit, seitdem die 9. Sure offenbart wurde. Wir können also eindeutig schlussfolgern, dass alle verfügbaren islamischen Schriften, also Koran, Sunna und Tafsire, den offensiven Ausbreitungsanspruch des Islams und das Töten als legitimes Mittel zur gewaltsamen Ausbreitung bestätigen und sogar bekräftigen. Bevor jetzt jemand sagt, aber in Sure 2, Vers 191 steht doch noch dazu, dass Moslems nur kämpfen sollen, wenn sie vertrieben wurden oder selbst angegriffen werden. Und dann muss man sofort richtigstellen, es steht dort eben nicht nur, wenn sie euch angreifen, sondern es steht dort, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Es sind hier zwei Befehle in einem Satz. Moslems sollen Ungläubige, also sogenannte Ungläubige, im arabischen Kuffar, Lebensunwerte, töten, wo immer sie sie finden. Und wenn sie irgendwo vertrieben wurden, dann sollen sie dies nicht hinnehmen, sondern wieder zurückkehren und wieder kämpfen. Und zwar so lange, bis sie die Ungläubigen von ihren Ländern und Höfen vertrieben haben. Es ist keinerlei Einschränkung der Kampf- und Tötungsanweisungen und des offensiven Ausbreitungsanspruchs des Islams, sondern es erklärt den Moslems, wie sie in speziellen Situationen zu handeln haben. Sie sollen also generell die Ungläubigen töten, wo immer sie sie finden, und wenn sie irgendwo vertrieben wurden, dann sollen sie es nicht hinnehmen, sondern zurückgehen und so lange kämpfen, bis sie die Ungläubigen vertrieben haben. Und dann gibt es noch eine dritte Anweisung, wenn sie bei der Gebetsstätte bekämpft werden, dann sollen sie nicht weiter beten, sondern ebenfalls dort kämpfen und die Ungläubigen töten. Das sind ganz klare Handlungsanweisungen, damit auch der Letzte es versteht, der sich zum Beispiel fragt, was mache ich, wenn es zu Kampfhandlungen kommt, während ich bete? Denn allen Moslems ist es vorgeschrieben, 5-mal am Tag zu beten. Was macht man also, wenn die Gebetszeit naht und es finden Kampfhandlungen statt? Und dann sollen sie, so stellt Allah klar, sofort kämpfen und nur dann weiterbeten, wenn es keine Kampfhandlungen gibt. Dies ist eine spezielle Anweisung für eine spezielle Situation, nämlich der zeitlichen Kollision zwischen Gebetszeit und Kampfzeit. Aber es stellt eben keine Einschränkung dar, die Ungläubigen generell zu bekämpfen und zu töten, wenn es keine Gebetszeit ist. Im Gegenteil, genau dies sollen die Gläubigen tun. Daher beginnt der Vers auch mit »Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet«. Denn Verführung ist schlimmer als Töten. Das bedeutet, solange es noch nicht Moslems gibt, besteht aus islamischer Sicht die Gefahr der Verführung, also des Unglaubens. Daher sollen diese Ungläubigen weiter bekämpft werden, denn sie zu töten ist besser als von ihnen verführt zu werden. Der Tod ist also besser als der Unglaube. Es geht hier um den generellen Kampf gegen Ungläubige, der Moslems vorgeschrieben ist. Wie in vielen anderen Versen bekräftigt, vorgeschrieben ist euch der Kampf, wie zum Beispiel in Sure 2, Vers 216. Und in Vers 217 wird ebenfalls nochmal wiederholt, dass Verführung zum Unglauben schlimmer als Töten ist und die Moslems die Ungläubigen daher töten sollen, damit sie nicht von ihnen zum Unglauben verführt werden können und damit die Ungläubigen selbst nicht weiter in ihrem Unglauben leben. Und deshalb wird in Sure 2, Vers 193 auch nochmal unmissverständlich wiederholt, bekämpft die Ungläubigen so lange, bis es keine Verführung mehr gibt und die Anbetung allein auf Allah gerichtet ist. Ein Schmankerl an dieser Stelle.
Ich möchte euch mal zeigen, wie Moslems in Deutschland die brutalen Tötungsbefehle in einer lieblichen Weise dargebracht werden. Dass man allein durch die Art der Darbringung glauben könnte, es muss sich wirklich um eine himmlische und schöne Botschaft handeln. Es gibt nämlich ein Hörbuch des Korans, und wahrscheinlich gibt es sogar mehrere Hörbücher, und diese Hörbücher werden mit einer ganz sanften und wohlklingenden Stimme gesprochen. Ich möchte euch mal aus einem dieser Hörbücher einen kurzen Ausschnitt vorspielen. Hört mal auf den wundervollen Gleichklang von lieblicher Stimme und dem wundervoll poetischen Text der wundervollen Botschaft. 47. Sure. Muhammad, diejenigen, welche ungläubig sind und von Gottes Weg abwendig machen, ihre Werke wird er irreleiten. Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Dann schnüret die Bande. Und diejenigen, die in Gottes Weg getötet werden, nimmer leitet er ihre Werke irre. Er wird sie leiten, und einführen wird er sie ins Paradies, das er ihnen zu wissen getan. Die Ungläubigen aber verderben über sie, und irre leitet er ihre Werke. Gott vertilgte sie, und für die Ungläubigen ist das Gleiche wie ihnen bestimmt. Wunderbar, da fühlt man sich gleich im siebten Himmel. Wie können diese islamophobischen Nazis da nur behaupten, der Islam sei unfriedlich und gefährlich? Wir sehen jedenfalls, das Töten der Kuffar, der lebensunwerten Ungläubigen, wird im Islam von Allah direkt befohlen. Und zwar jedem Moslem in Befehlsform. In anderen Religionen gibt es nichts annähernd Vergleichbares. Die Bibel gibt den Menschen das allgemeine Tötungsverbot vor, als eines der obersten Gebote, das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Zwar gibt es im Alten Testament auch die Todesstrafe für Mord, denn Gott sagte, wer einen Menschen tötet, der soll sterben, aber diese galt nur für das von Gott auserwählte Volk Israel. Das Volk sollte nicht zu anderen Völkern gehen und ihnen dieses Gesetz aufzwingen und sie bei Gegenwehr töten. Das gibt es nur im Islam. Wenn wir also Bibel und Koran in Bezug auf die fundamentalen Glaubensgrundsätze vergleichen, dann können wir schnell erkennen, dass beide Schriften sich vollkommen widersprechen. Das heißt, Gebote und Verbote sind genau entgegengesetzt. Während die Bibel zum Beispiel das Töten grundsätzlich verbietet, kommt das Töten im Islam einem Gottesdienst gleich. Der oberste geistliche Führer der iranischen Schiiten, Ali Khamenei, sagte: Christen und Juden sagen, du sollst nicht töten. Wir aber sagen, dass das Töten einem Gebet gleichkommt. Täuschung, Hinterlist, Verschwörung, Betrug, Stehlen und Töten sind nichts anderes als Mittel für die Sache Allahs. Und das Töten ist sogar die höchste Form der Anbetung im Islam, die mit dem direkten Einzug ins sogenannte Paradies belohnt wird. Wenn die Mörder im Dschihad, also im offensiven Kampf, um andere Menschen unter den Islam zu zwingen, sterben. Dies geht eindeutig aus mehreren Koranversen hervor, wie zum Beispiel Sure 9, Vers 111, 4, 74 und Sure 47, Verse 5 bis 7. So heißt es nämlich in Sure 4, Vers 74, und so soll kämpfen auf Allahs Weg, wer das irdische Leben verkauft für das Jenseits. Und wer da kämpft auf Allahs Weg, falle oder siege er, wahrlich, dem geben wir gewaltigen Lohn. Und in Sure 9, Vers 111 heißt es, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Daher kämpfen sie für die Sache Allahs und sie töten und werden getötet. In Sure 47, Verse 5 bis 7 heißt es, und diejenigen, die in Allahs Weg getötet werden, einführen wird er sie ins Paradies, wie er es ihnen wissen ließ. In dem Zusammenhang, Sure 9, Vers 111, war von den 9-11-Attentätern um Mohammed Atta in ihren Hinterlassenschaften sozusagen als Begründung für ihr Handeln angegeben. 9-111
ist ein Schlüsselvers für den bewaffneten Dschihad, denn er verspricht den Moslems den direkten Weg ins Paradies, wenn sie Ungläubige wahllos töten und dabei selbst getötet werden. Und dann erwartet sie im Paradies angeblich 72 Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, wie sie in den islamischen Schriften beschrieben sind, die sogenannten Huris, die angeblich dem Dschihadisten für alle Ewigkeit zu sexuellen Diensten zur Verfügung stehen. Muss man sich einmal vorstellen. Und diese Attentäter von 9/11 haben ganz nach den Befehlen ihres angeblichen Gottes gehandelt. Das Attentat auf das World Trade Center war lange vorher von langer Hand geplant und man hatte sich genau diesen Tag als symbolträchtiges Zeichen für dieses Attentat ausgesucht. 9/11/2001. Es gibt im Islam also, ähnlich wie in der Bibel, ein Heilsversprechen, also die Aussicht auf einen Einzug ins Paradies bzw. den Himmel in der Bibel, ohne dass über den Gläubigen noch gerichtet wird. Nur dass diese Heilsversprechen vollkommen gegensätzlich sind, während ein Christ durch Glaube an den Herrn Jesus Christus und heiliges Leben in den Himmel kommen kann, erhält der Moslem den Zugang zum Paradies, wenn er möglichst viele Ungläubige ermordet und dabei selbst stirbt. So wurde berichtet im Hadith von Al-Miqdam ibn Mahdi Kab, dass der Prophet sagte: Der Märtyrer, Shahid, hat 7 Segen von Allah. Es wird ihm vergeben von dem Moment an, wo sein Blut zuerst vergossen wird. Ihm wird sein Platz im Paradies gezeigt. Das letzte Gericht wird ihm erspart. Und er wird sicher sein am Tag des größten Terrors, dem jüngsten Tag. Auf seinen Kopf wird eine Krone der Würde gesetzt. Ein Rubin davon ist besser als diese Welt und alles, was darin ist. Und er wird verheiratet mit 72 Al-Huralin-Jungfrauen. Dies ist der Grund für die massenhaft auftretenden Selbstmordattentäter, denen gesagt wird, dass dies der einzig sichere Weg ins Paradies ist. Und nur damit es nicht heißt, das wäre ja nur ein einziger Hadith oder der Hadith wäre nicht glaubwürdig. Es gibt viele weitere Hadithe, die alle das Gleiche bestätigen, wie hier zum Beispiel von Abu Sa'id al-Khudri, der Mohammed sagen hörte: Die geringste Belohnung für Menschen im Himmel ist ein Wohnsitz, wo 80.000 Diener und 72 Huris sind, über denen ein Dom steht, der mit Perlen, Aquamarinen und Rubinen geschmückt ist, so breit wie die Distanz von Al-Jabiya nach Sana'a. Die Belohnung für den Dschihadisten ist also der direkte Zugang zum Himmel bzw. Paradies. Ein anderes Heilsversprechen gibt es im Islam nicht. Das heißt, alle, die den bewaffneten Kampf nicht führen und ablehnen und nicht dabei gestorben sind, müssen hoffen, dass sie am Tag ihres Gerichtes die islamischen Regeln gut genug befolgt haben, sodass Allah den Daumen nach oben und nicht nach unten richtet. Sie sind also vom Urteil Allahs am Gerichtstag abhängig, über das es im Islam auch wenig Hinweis gibt. Nur, dass die ehrbaren Moslems ins Paradies kommen. Aber wann genau ist man ehrbar? Die Bibel sagt eindeutig, dass kein Mensch ehrbar ist, sondern alle Sündigten und der Herrlichkeit Gottes ermangeln. Daher kann es kein Mensch aus sich selbst heraus, also aus eigener Kraft, in den Himmel schaffen, sondern alle benötigen das unschuldige Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Denn wie die Bibel sagt, der Preis der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Denn wir werden errettet durch Glaube an ihn, den Herrn Jesus Christus, und eben nicht durch eigene Werke, damit sich niemand rühmt vor Gott. Und damit sind wir auch bereits beim nächsten fundamentalen Unterschied zwischen Islam und Bibel und dem daraus hervorgehenden Gottesbild. Denn die Definition des Märtyrers ist im Islam entgegengesetzt zu dem der Bibel. Während die Bibel den Märtyrer als einen Unschuldigen definiert, der für andere leidet, für andere stirbt, wie es vor allem Jesus getan hat, aber auch andere, wie zum Beispiel Stephanus in Apostelgeschichte 22, 29,
gilt als Märtyrer im Islam, wer für Allah Unschuldige tötet und dabei selbst getötet wird. Es ist das genaue Gegenteil. Der christliche Märtyrer stirbt unschuldig für andere. Der islamische Märtyrer stirbt schuldig, während er Unschuldige tötet. Was für eine Verdrehung von guten Werten im Islam. Alles ist bis ins Gegenteil, ins Boshafte verdreht. Es ist die vollkommene Umkehrung von dem, was als gut und gerecht gelten kann. Das ist das satanische Prinzip, vor dem Gott uns eindringlich gewarnt hat. Denn er sagte: Wehe denen, die Böse für gut und gut für böse erklären, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Ihre Wurzeln werden verfaulen. Neben diesen fundamentalen Unterschieden zwischen Bibel und Islam gibt es noch viele weitere grundsätzliche und absolut unvereinbare Gegensätze zwischen beiden Schriften, wie zum Beispiel die gegensätzliche Einordnung von Lüge, Betrug, Täuschung und Hinterlist, die im Islam alle legitimiert sind, wenn sie der Sache Allahs dienen, also der Unterdrückung von Menschen unter das brutale Regime der Scharia. Dagegen sind Lüge, Betrug, Täuschung und Hinterlist in der Bibel immer Sünden. Die Bibel kennt keine Ausnahme, bei der diese Praktiken als gut oder empfehlenswert für einen gerechten Menschen bezeichnet werden. Es sind die Werke des Bösen, so sagt es auch Jesus. Er sagte: Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an und nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Im Koran hingegen wird Allah als der beste Listenschmied bezeichnet, als einer, der Listen schmiedet, um die Ungläubigen in die Irre zu führen. Allah schmiedet Listen und die gläubigen Moslems schmieden Listen. So heißt es in Sure 3, Verse 53 und 54. Wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir Moslems sind. Und sie schmiedeten Listen und Allah schmiedete Listen. Und Allah ist der beste Listenschmied. Und in Sure 47, Verse 7 bis 9 lesen wir: Die Ungläubigen aber verderben über sie. Und irre leitet er ihre Wege, und zunichte wird er ihre Werke machen. Listenschmied bedeutet übrigens Täuscher, Lügner, jemand, der mit Hinterlist Menschen täuscht und in die Irre leitet. Das ist genau, was Allah will, so wie es im Koran steht, denn Allah lässt die Ungläubigen in die Irre gehen. Er will sie gar nicht recht leiten, dass sie gerettet werden. Nicht wie der Gott der Bibel, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Nein, Allah will die Ungläubigen in die Irre führen und sie vertilgen. Und er will die Hölle mit Menschen allesamt füllen. Lügen und Listen sind im Gegenteil genau das, was für Gott ein Greuel ist. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, so heißt es in der Bibel. Die aber treulich handeln, gefallen ihm. Wir können also eindeutig schlussfolgern, Bibel und Koran sind vollkommen verschieden, in allen fundamentalen Grundsätzen des Glaubens. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn sie beweist, dass Bibel und Koran ein grundsätzlich anderes Gottesbild zugrunde legen. Das heißt, sie entspringen nicht der gleichen Quelle. Beziehungsweise, anders ausgedrückt, es ist nicht der gleiche Gott. Denn wie kann Gott zum Beispiel das Töten verbieten und es 600 Jahre später als die höchste Form der Gottesanbetung von den Gläubigen verlangen? Wie kann er das Lügen als Sünde bezeichnen und später selbst der beste Lügenschmied sein? Wie kann er das Leiden des Unschuldigen für andere als höchsten Segen und Märtyrertum bezeichnen, während er 600 Jahre später den Mörder der Unschuldigen als Märtyrer bezeichnet? Und damit ist klar, dass mindestens eins der Bücher falsch sein muss. Denn sowohl Bibel als auch Koran sagen, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Wenn dieser Gott nun in den beiden Schriften vollkommen verschieden ist, ja sogar gegensätzlich, dann können nicht beide Schriften von diesem einen Gott stammen. Ein, in Anführungszeichen, Gott lügt. Wer ist es? Der Gott der Liebe, Vergebung und Wahrhaftigkeit der Bibel?
Oder der beste Listenschmied des Islams, der die Gläubigen zu Kampf und Terror auffordert. Und in dem Zusammenhang müssen wir noch auf einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und dem angeblichen Gott des Islams eingehen, wenn nicht den wichtigsten Unterschied. Denn der Gott der Bibel hat einen Sohn, Allah nicht. Allah bestreitet sogar vehement, einen Sohn zu haben. Und er behauptet in seiner Schrift, dem Koran, sogar, dass er gar keinen Sohn haben könnte, weil er ja gar keine Frau hatte. Das steht in Sure 6, Vers 101, wo es heißt, wie soll denn Allah einen Sohn haben, wo er doch gar keine Frau hat? Das ist also die Antwort des Korans auf die Frage, warum Allah keinen Sohn haben kann. Allah ist also unfähig, einen Sohn zu haben, und zwar weil er keine Frau hat. Der Koran behauptet also, dass Allah eine Frau gehabt haben müsste, eine Frau bräuchte, um einen Sohn zu haben. Und das ist eine rein fleischliche, körperliche Betrachtung. Gott ist aber Geist und er ist allmächtig. Wozu bräuchte er eine Frau, um einen Sohn zu haben? Antwort: Er braucht natürlich keine Frau dazu. Er kann einfach einen Sohn haben, wenn er will. Der Koran offenbart hier einen gewaltigen Widerspruch, denn er behauptet, Gott sei gleichzeitig allmächtig und nicht in der Lage, einen Sohn zu haben. Das widerspricht natürlich seiner Allmacht. Man kann damit schlussfolgern, dass der Koran nicht von Gott sein kann. Denn ein allmächtiger Gott, der angeblich den Koran Wort für Wort eingegeben hat, würde sich nicht so drastisch widersprechen und sein Handlungsspielraum wäre nicht so auf fleischliche Gegebenheiten eingeschränkt, während er doch ein übernatürliches, geistiges und allmächtiges Wesen ist. Wir können daher sicher sein, dass Gott niemals auf diese Weise argumentieren würde. Es ist die eingeschränkte körperliche Sichtweise eines Menschen, der sich nicht vorstellen kann, dass Gott ein Kind haben kann, ohne dazu eine Frau zu benötigen. Wir können daran eindeutig erkennen, dass der Koran von Mohammed erfunden wurde und keine göttliche Instanz ihm etwas eingegeben hat, höchstens eine lügende Instanz. Und wir wissen ja, wer der beste Listenschmied und der Lügner von Beginn an ist, der Satan. Okay, kommen wir nochmal zurück zu dem Argument der islamischen Funktionäre, dass der Koran richtig, aber die Bibel vom Menschen im Laufe der 2000 Jahre verfälscht worden sei. Zunächst müssen wir sagen, wenn dem so wäre Allah ebenfalls kein allmächtiger Gott. Denn für einen allmächtigen Gott sollte es ein Kinderspiel sein, zu gewährleisten, dass sein Wort, das er den Menschen hinabgesendet hat, immer unverfälscht bleibt. Allah widerspricht sich in seiner Schrift also zum wiederholten Mal. Ganz davon abgesehen, dass er nicht einmal weiß, woraus die heilige Dreieinigkeit besteht. Denn er denkt, sie besteht aus Vater, Mutter, Maria und Sohn, Jesus. So sagt er es in Sure 5, Vers 116. Und wenn Allah sprechen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesprochen, nehmet mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah an. Auch hier haben wir wieder das gleiche Prinzip des fleischlichen Denkens, ganz wie von einem Menschen und nicht von Gott. Wenn also die Bibel auch von Allah herabgesendet wurde, also vor dem Koran, wie es in Sure 3, Vers 3 behauptet wird, und Allah dafür sorgen kann, dass sein Wort niemand abändern kann, wie es in Sure 6, Vers 115 behauptet wird, wie kann dann die Bibel verfälscht worden sein, wie es in Sure 2, Vers 75 angedeutet und von den führenden islamischen Gelehrten heute behauptet wird? Das ist ja ein gewaltiger Widerspruch im Koran. Die Antwort ist einfach. Entweder ist die Bibel verfälscht worden, dann lügt der Koran, denn dann kann Allah eben nicht dafür sorgen, dass seine Schrift nicht von Menschen verfälscht wird, und er ist damit eben nicht allmächtig. Oder die Bibel ist unverfälscht und der Koran ist falsch. Der Koran ist also in jedem Fall falsch. Das heißt, der Koran ist nicht von Gott, beziehungsweise Allah ist nicht Gott. Man muss das einfach ganz deutlich sagen. Allah kann nicht Gott sein, denn sonst wären seine Schriften nicht ständig verändert worden, denn angeblich wurde das Evangelium Jesu Christi von den Christen verfälscht und selbst der Koran sagt ganz deutlich selbst, es werden Verse in Vergessenheit gebracht und abgeändert, also verändert.
Denn es gibt das sogenannte Prinzip der Abrogation im Islam. Frühere, weniger gewaltsame Verse werden dabei durch spätere, maximal gewaltsame Verse abgelöst. Abrogation heißt, alle früheren, weniger gewalttätigen Verse, die späteren, gewalttätigen Versen widersprechen, sind ungültig. Daher sind im Islam nur noch die späteren Verse gültig, die zu Krieg, Kampf und Tötung aller Ungläubigen aufrufen, wie zum Beispiel in Sure 9, Vers 5, 2, Vers 191, 47, Vers 4, 9, Vers 29 und so weiter. Allah kann also nicht einmal die Wahrheit und Unverfälschtheit seiner eigenen Worte in seiner eigenen Schrift verhindern. Er hat also gelogen, als er Mohammed zum Beispiel in Sure 2, Vers 62 mitteilte, Juden und Christen würden von Allah auch in den Himmel aufgenommen und bedürfen nicht der Unterwerfung unter dem Islam. So heißt es nämlich in diesem Vers, gewiss diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und die Säbier, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen. Noch werden sie traurig sein. Und komischerweise eine Sure später, in 3 Vers 85, heißt es bereits, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm, also Allah, nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Und dies ist ein ganz typischer Fall im Koran. Es wird kurz nach einem Vers bereits ein neuer Vers genannt, der das genaue Gegenteil von dem ersten Vers besagt. Das gleiche gilt für viele andere Verse, die auf den ersten Blick friedlich erscheinen, aber bei genauerem Hinsehen oder unter Berücksichtigung der späteren brutalen Verse nicht friedlich zu verstehen sind oder einfach durch spätere brutale Verse ersetzt werden. Es wird also wahllos etwas behauptet und später einfach das genaue Gegenteil proklamiert. Dies ist sogar ein allumfassendes Prinzip im Islam und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der sogenannte Gott des Islams nicht die Wahrheit spricht, sondern ein Lügner ist. Da Allah nicht Gott sein kann, wer ist er dann? Die Bibel gibt die Antwort ganz deutlich. Da heißt es, der Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Die Bibel gibt auch an anderen Stellen ganz deutlich Warnhinweise darauf, wer der Teufel ist und wie er sich verhält. Nämlich, dass er nicht die Wahrheit sagt und Menschen täuscht. Wie zum Beispiel in 1. Mose 3,1 oder in 2. Korinther 11,14-15 oder Offenbarung 12,9 oder Offenbarung 13,14 und dass er Menschen mit falschen Anschuldigungen und wahnwitzigen Versprechungen dazu bringt, etwas Böses zu tun. Im Islam erhält der Dschihadist angeblich 72 Jungfrauen im Paradies dafür, dass er Unschuldige tötet und dabei selbst getötet wird. Nur der Satan bringt Menschen dazu, andere Menschen zu töten, denn der Satan ist ein Menschenmörder und Lügner von Beginn an. Diese Tötungsbefehle, wie sie im Koran stehen, würden niemals von Gott ausgesprochen werden. Und deshalb finden sich auch in der gesamten Bibel keine solche Tötungsbefehle. Es gibt zwar auch im Alten Testament die Todesstrafe für Mord, aber das betrifft nur die Israeliten und nur jene, die nach dem Gesetz schuldig geworden sind. Im Gegensatz zum Koran gibt es in der Bibel keinerlei Aufrufe dazu, andere Menschen wahllos zu ermorden, nur weil sie ungläubig sind. Allah ist also nicht der liebe, nette und barmherzige Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden, wie der Gott der Bibel, sondern Allah will den Tod aller Nicht-Moslems. Er will sie weder recht leiten noch retten, sondern in die Irre führen und mit ihnen die Hölle füllen. Denn Allah leitet die ungläubigen Frevler nicht recht, wie es zum Beispiel in Sure 5, Vers 51 und Sure 9, Vers 24 heißt. Und er will die Hölle mit Menschen allesamt füllen, wie es in Sure 11, Vers 119 heißt.
An anderen Stellen im Koran werden Christen sogar irrwitzigerweise als Götzendiener bezeichnet, da sie ja angeblich Maria und Jesus als Götter beigesellt hätten, wie es in Sure 5, Vers 116 heißt. Da kann man mal sehen, was für ein Schwachsinn im Koran steht. Allah kennt also nicht einmal die heilige Dreieinigkeit, die aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Denn Gott ist Geist, der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der überall auf der Welt zur gleichen Zeit sein kann. Denn er ist omnipräsent und der Geist Gottes war ebenso in Jesus, als er auf der Erde war. Es ist also ein einziger Gott. Allah und Mohammed haben das nicht verstanden. Oder sie wollen die Leute für dumm verkaufen. Jedenfalls, Christen werden plötzlich nicht mehr als die guten Gläubigen angesehen, die ebenfalls ins Paradies kommen, wie es noch in Sure 2, Vers 62 ausgeführt wurde, sondern sie werden als die übelsten Geschöpfe dargestellt, die laut späteren Versen im Koran die schlechtesten Geschöpfe sind, die in das Höllenfeuer kommen, wie es in Sure 98, Vers 6 heißt, und die getötet werden sollen, sobald man sie sieht, wie es in Sure 47, Vers 4 und Sure 9, Vers 5 steht. Das sind nur einige Beispiele der massiven Widersprüche im Koran und die nur dadurch aufgelöst werden können, dass das sogenannte Prinzip der Abrogation angewendet wird, also ältere Verse einfach für ungültig erklärt und durch neuere ersetzt werden. Denn die Widersprüche sind zu massiv und beziehen sich auf die fundamentalen Grundsätze des Glaubens. Und daher musste der Autor des Korans, wer immer das sein mag, jedenfalls ganz sicher nicht Gott, einen Ausweg aus diesem Dilemma finden, die Abrogation, die im Koran an verschiedenen Stellen proklamiert wird, wie zum Beispiel in Sure 2, Vers 106, wo es heißt, was wir auch an Versen aufheben oder in Vergessenheit bringen, wir bringen bessere oder gleiche dafür. Weißt du nicht, dass Allah über alle Dinge Macht hat? Allah hat also die Macht darüber, sein eigenes Wort zu brechen und das zu verändern, was er vorher gesagt hat. Ganz nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wunderbar, nicht wahr? Da wird einem gleich die Anleitung zum Verdrehen von Aussagen und Täuschen mitgeliefert. Und das, obwohl an anderer Stelle im Koran steht, dass Allahs Wort unveränderlich ist und niemals abgeändert wird. Wieder so ein massiver Widerspruch. Der Islam braucht also ein Prinzip, das auf einen Widerspruch begründet ist, um die Widersprüche im Koran zu erklären. Was für eine Religion des Täuschens und Betrügens. Also am meisten werden die eigenen Gläubigen getäuscht, die diesen ganzen Unsinn glauben. Denn damit sie ihn glauben, muss fleißig getäuscht und gelogen werden. Eine Religion, die auf Lug und Trug aufgebaut ist, von wem kann die stammen? Natürlich nur vom Vater der Lüge, dem Satan. Und man braucht nicht weit zu suchen, um zu erkennen, dass es aus Satans Feder stammt. Denn es gibt so viele Stellen, an denen unverhohlen und vorsätzlich gelogen wird. Wir brauchen nur einen Vers vorher zu schauen. Sure 2, Vers 105, direkt vor 106, den wir uns gerade angesehen haben. Und schon entdecken wir die nächste unverschämte Lüge des Satans. Denn da behauptet er, die Ungläubigen unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, damit sind die Juden und Christen gemeint, wünschen nicht, dass irgendetwas Gutes von eurem Herrn auf euch herabgesandt wird. Mit anderen Worten, Juden und Christen würden Moslems angeblich hassen und ihnen die Pest an den Hals wünschen, obwohl Allah doch wissen müsste, dass Jesus genau das Gegenteil gepredigt hat und seine Lehre vollständig auf Nächsten- und sogar Feindesliebe aufgebaut ist. Jesus lehrte nämlich, alle Menschen zu lieben und für sie zu beten, sogar für die Feinde. Er sagte nämlich, liebet eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist die wahre reine Liebe, die Jesus den Gotteskindern verordnet. Nicht wie bei Allah, wo es heißt, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf und verstümmelt sie an Händen und Füßen.
Gottes Liebe hingegen schaut weder darauf, ob jemand einer bestimmten Religion angehört, noch was jemand getan hat. Sie ist sozusagen bedingungslos und für jeden da. Denn das hat Jesus bewiesen. Er hat sich als Unschuldiger anstelle eines Schuldigen hinrichten lassen. Und das ohne zu widersprechen. Er, der keiner Fliege etwas zuleide getan hat, das unschuldige Lamm Gottes, das sich widerspruchslos zur Schlachtbank führen lässt und die Strafe geduldig auf sich nimmt, die nicht er verdient hat, sondern wir Menschen, denn wir sind die Schuldigen. Wir haben gelogen und betrogen, gelästert und verleumdet, gehasst und beleidigt. Gottes Sohn beweist uns, dass Gottes Liebe unermesslich groß ist, indem er sein eigenes Leben niederlegt, opfert, um das Leben der Menschen zu retten. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, um von unseren Sünden durch sein unschuldig vergossenes Blut reingewaschen und somit von der ewigen Höllenqual gerettet zu werden, ist, an ihn zu glauben. Und genau das ist es, was der Satan verhindern will. Mit allen Mitteln will er verhindern, dass wir an den Sohn Gottes glauben. Auch mit der Täuschung durch Religionen, die er in Umlauf bringt, um die Menschen von ihrer Rettung durch Jesus wegzuführen. Denn der Islam veranstaltet alles, nur damit niemand an Jesus glaubt. Er behauptet vehement, dass Jesus gar nicht der einzige eingeborene Sohn Gottes sei, sondern nur ein einfacher Mensch, der als Prophet aufgetreten ist. Und er behauptet, Jesus wäre gar nicht am Kreuz gestorben, sondern hätte noch lange weitergelebt und ein anderer wäre gekreuzigt worden. Das sind die gleichen kläglichen Versuche, das Evangelium durch andere Schriften zu diskreditieren, die der Satan schon früh nach Jesu Tod in Umlauf gebracht hat. In verschiedenen apokryphen Schriften aus vorislamischer Zeit findet man schon diese Lügen, wie zum Beispiel dem angeblichen Judas-Evangelium, dem Maria-Evangelium oder dem Thomas-Evangelium über Jesus' Kindheit, nachdem Jesus angeblich einen Mord begangen haben soll, oder der Apostel Petrus eifersüchtig auf Maria Magdalena gewesen sein soll, da sie angeblich eine führende Position in der Gemeinschaft der Nachfolger Jesu gehabt haben soll, was angeblich ein Beweis für die Erhöhung der Frau zu führenden Positionen in der Kirche liefere. All diese Schriften und Aussagen stehen im diametralen Gegensatz zu den echten Evangelien und damit im Gegensatz zu Gottes Wort. Denn wir können sicher sein, dass Gottes Geist, der Heilige Geist, auch damals schon dafür gesorgt hat, dass die richtigen, wahren Evangelien in die Bibel integriert wurden. Denn die Apostel, die die Evangelien erstellt haben und die bis 70 nach Christus bereits vorlagen, und diejenigen, die an der Zusammenstellung der Bibel gearbeitet haben, geisterfüllt waren. Gott hat sozusagen durch ihre Hände geschrieben. Daher können wir sicher sein, dass jedes Wort in der Bibel direkt von Gott persönlich stammt. Und das ist auch nur logisch und gar nicht anders möglich, denn Gott ist allmächtig. Und Gott hat ein Interesse daran, dass sein Wort unverfälscht zu den Menschen gesendet wird. Für ihn ist es ein leichtes, dafür zu sorgen, dass den Menschen das wahre Wort Gottes zukommt und auch, dass es nicht verfälscht wird. Und wir werden gleich sehen, dass wir heute sicher sein können, dass die Bibel unverfälscht ist, denn dies ist wasserdicht wissenschaftlich nachgewiesen. Und das kann man sogar bei Wikipedia nachlesen und Wikipedia kommt nicht in den Verdacht, christenfreundlich zu sein. In einem anderen gefälschten Evangelium, angeblich nach Barnabas, sei Jesus gar nicht am Kreuz gestorben und verheiratet gewesen. Aber diese Schriften stammen natürlich nicht von Aposteln, sondern der Satan hat einfach Apostelnamen genommen, die nicht mit einem der vier echten Evangelien verknüpft ist, und er hat dann behauptet, andere Apostel, wie eben Judas oder Barnabas, hätten auch Evangelien angefertigt, die etwas anderes, Gegenteiliges aussagen würden, aber die die Christen einfach unterschlagen hätten. Aber so ist es natürlich nicht. Das sogenannte Thomas-Evangelium ist gefälscht, das wissen wir heute genau. Es wurde erst 200 Jahre nach Jesus angefertigt, genauso wie das angebliche Barnabas-Evangelium. Interessanterweise ist das sogenannte Barnabas-Evangelium erst kürzlich aufgetaucht.
Forscher sind sich heute einig, dass es sich ebenso um eine Fälschung aus dem 14. bis 16. Jahrhundert handelt. Und auch das ist sogar bei Wikipedia nachzulesen. Der Koran ist also nachweislich nicht korrekt, wenn er behauptet, die Schriften der Christen und Juden seien verfälscht worden. Wie wir heute genau wissen, anhand der vielen Funde der zeitgenössischen 2000 Jahre alten Schriftrollen. Die Funde in Qumran sind ja nur ein Beispiel unter vielen anderen Funden. Es gibt von jedem Buch des Neuen Testaments hunderte von Abschriften, die im Laufe der 2000 Jahre angefertigt wurden und heute zum Vergleich des Textes zur Verfügung stehen. Und alle zeigen exakt den gleichen Bibeltext, nämlich genau den gleichen Text der heutigen Bibel. Es ist heute also wissenschaftlich, unumstößlich bewiesen, dass die Bibel niemals verfälscht wurde. Denn die Funde der Schriftrollen von Qumran und viele weitere zeitgenössische Abschriften aus der Zeit von 250 vor Christus bis 150 nach Christus, also lange vor dem Islam, zeigen eindeutig, dass die damaligen Schriften exakt dem heutigen Bibeltext entsprechen und beweisen damit die Echtheit und Authentizität der Bibel. Wie wir gesehen haben, sieht es mit dem Wahrheitsgehalt des Korans im Gegensatz zur Bibel also sehr düster aus. Der Koran ist nachweislich falsch. Christen und Juden haben ihre Schriften nachweislich nicht verfälscht. Allah ist also weder allwissend noch allmächtig. Er ist weder wahrhaftig noch glaubwürdig, sondern er ist nachweislich ein Lügner. Demgegenüber ist der Gott der Bibel immer vertrauenswürdig. Und keine seiner Aussagen werden geändert. Denn wie Jesus sagte, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Strichlein des Gesetzes, bis das alles geschehe. Und er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Und er sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben jetzt also die Schriften ganz sachlich und rein faktenbasiert analysiert. Und wir können ganz logisch, wissenschaftlich schlussfolgern, dass der Koran falsch sein muss. Denn wenn es einen Gott gibt, den einen, der in beiden Schriften beschrieben wird als den einzig Existierenden, dann muss eine Schrift, Koran oder Bibel, falsch sein. Denn es handelt sich nachweislich nicht um den gleichen Gott, wie wir gesehen haben. Denn er kann sich in ein paar Jahren nicht so dramatisch wandeln. Und wie wir gesehen haben, hat sich Gott in den Jahren von Jesus, also 33 nach Christus, bis zu Mohammed, also 632 nach Christus, auch gar nicht verändert. Denn seine Schrift, die Bibel, ist nachweislich vor 632 und nach 632 exakt die gleiche und hat sich nie geändert. Angenommen, wir gehen einmal davon aus, der Koran wäre korrekt. Dann müsste die Bibel falsch sein. Das ist ja das, was islamische Gelehrte behaupten, nämlich, dass die Schriften von Christen und Juden, also Bibel und Tora, verfälscht seien. Tora übrigens im Wesentlichen übereinstimmend mit dem Alten Testament. Also wenn nun der Koran korrekt wäre und der Gott des Islams der echte Gott wäre, dann gibt es nur eine einzige Erklärung, wie der Gott des Islams der echte und damit auch der Gott der Bibel sein könnte. Nämlich, wenn die Schriften von Christen und Juden, also Tora und Bibel, verfälscht wären. Denn der Gott des Islams behauptet, neben dem Koran auch die Bibel und die Tora herabgesendet zu haben. Aber sind sie das? Sind sie verfälscht? Und dann müssen wir eindeutig sagen, nein, Bibel und Tora wurden nachweislich neben nicht verfälscht. Das wurde wissenschaftlich unumstößlich bewiesen, dass nämlich die Bibel seit über 2000 Jahren unverfälscht ist. Und daraus folgt logischerweise, dass der Koran falsch sein muss. Es handelt sich bei Allah also nicht um Gott, sondern um einen Betrüger, der die Menschen vom wahren Gott wegziehen und in einen Sektenkult hineinziehen will, damit die Menschen verloren gehen. Denn er will ja die Hölle mit Menschen allesamt füllen, wie es im Koran, Sure 11, Vers 119 steht, wie er es im Koran angekündigt hat.
Wie wahrscheinlich ist außerdem eine Verfälschung der Bibel auf moralischer Ebene? Das ist eine wichtige Frage, denn wir müssen doch wohl davon ausgehen, dass Gott Moral hat. Denn ein unmoralischer Gott kann kein Gott sein. Er wäre nicht vertrauenswürdig und nicht wahrhaftig, da für ihn keine moralischen Werte existieren würden. Er könnte sich über alles hinwegsetzen, was recht und gerecht ist, und er müsste sich daher nicht einmal an sein eigenes Wort halten. Ein Gott, dessen Wort aber immer verlässlich ist, weil er es nie ändert, muss also eine ganz feste moralische Instanz sein. Seine Moral hat er uns auch in seinen Geboten mitgeteilt, also zum Beispiel in den 10 Geboten. Wenn nun also Bibel und Tora so verfälscht worden wären, dass sie dem Tenor des Korans so stark widersprechen, wie wir es hier sehen, dann muss es eine Verfälschung in allen Grundsätzen des Glaubens gegeben haben. Also aus Liebe deinen Nächsten und segne deine Feinde wurde tötet die Ungläubigen. Aus du sollst nicht stehlen und nicht begehren deines nächsten Hauses wurde Allah hat euch viel Beute versprochen. Aus du sollst nicht lügen wurde sie schmiedeten Listen gegen die Ungläubigen und Allah schmiedete Listen, denn Allah ist der beste Listenschmied und so weiter. Die Verfälschung muss also immer von dem ausgehen, was wir als moralisch richtig erkennen und zu dem hingehen, was wir als moralisch falsch und verwerflich erkennen. Und das ist nicht möglich, denn Gott muss ein moralischer Gott sein, wie wir gesehen haben. Auch in dieser Hinsicht kann man leicht Wahrheit von Lüge unterscheiden und den Koran als den Betrug entlarven. Noch eine kleine Anmerkung zur Moralität Gottes, über die wir gerade gesprochen haben und die wir als zentral für das Wesen Gottes erkannt haben. Denn wir können an der Moralität Gottes auch den Grund für die Gottlosigkeit der heutigen Gesellschaft erkennen. Die heutige Gesellschaft wird dominiert von den Wertvorstellungen von Linken, Sozialisten, Grünen, Faschisten und Globalisten, die allesamt Gott ablehnen. Sie wollen unmoralisch leben, abseits von Geboten Gottes und christlichen Werten wie Familie, Rechtschaffenheit, Anstand, Demut und Gottesfurcht. Und daher kommt ihnen auch eine moralische Instanz ungelegen. Sie lehnen Moral ab und daher lehnen sie Gott ab. Das ist der zentrale Grund für die Gottlosigkeit weiter Teile der von der linksfaschistischen Propaganda gehirngewaschenen Gesellschaft. Die Bibel sagt, sie wollen nach ihren eigenen Gelüsten und gottlosen Leidenschaften wandeln und vom Guten nichts wissen. Und deshalb mögen sie auch den Islam anstatt das Christentum, denn der Islam kennt keinen moralischen Gott, der die Menschen zum Guten anleitet, sondern der Verachtung und Gewalt lehrt. Ich bitte daher alle Moslems, verlasst die Verachtung, verlasst die Lüge und kommt rüber zur Wahrheit, solange ihr noch könnt. Denn ihr könnt nur in dem wahrhaftigen Gott wahre Erlösung finden, wie er es versprochen hat. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat auch den Vater. Aber wer nicht an den Sohn glaubt, der hat auch den Vater nicht. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihm.